Hallo, ich grüße euch. Ich möchte euch heute, wie versprochen, zeigen, wie einfach man doch ein kleines, hübsches Blatt selber häkeln kann. Wir benötigen dazu eine Häkelnadel in der Stärke 3 bis 3,5 und die entsprechende Wolle. Das seht ihr dann auf der Banderole, wenn da bei den Nadeln 3 bis 3,5 steht. Es kann eine Restwolle sein, eine Baumwolle, eine Mischwolle, das ist ganz euch überlassen. Und dann wollen wir mal jetzt anfangen. Wir machen zuerst 4 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4 und schließen sie zu einem Ring. Ich habe ja schon eine kleine Häkelstuhle als Videos und wenn es euch zu schnell geht, dann schaut doch da mal rein. Wir haben den Ring geschlossen, machen 2 Luftmaschen und in diesen Ring machen wir 8 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und das schließen wir wieder mit einer Öse. Durch die ersten 2 Luftmaschen durch, einen Faden ziehen durch den hinteren, fertig. Jetzt machen wir 1, 2 Luftmaschen und machen in die ersten 2 Stäbchen. 1, 2. Auch dieses ist in meiner Häkelschule, da sind die ganzen Grundarten drin. Dann wieder 2 Stäbchen in die nächste. Wieder 2 Stäbchen in die nächste feste. Wieder 2 Stäbchen in die nächste feste. Und in die nächste machen wir 3 Stäbchen. 1, 2, 3. Dann 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Und in die gleiche nochmal 3 Stäbchen. 1, 2, 3. Das bedeutet, in die vierte feste Masche, die wir gehäkelt hatten, kommen 3 Stäbchen, 5 Luftmaschen, 3 Stäbchen. So, in die nächste kommen wieder 2, 1, 2, dann wieder 2, 1, 2, dann wieder 2, 1, 2 Stäbchen und dann nochmal 2 direkt da, wo die Luftmaschen sind, 1. Und wir schließen das Blatt mit 1, 2 Luftmaschen, aber nicht in die Öse, sondern in die Feste darunter, dass wir so ein kleines Herzblatt kriegen, ziehen es fest und machen dann nochmal 6, 7 Luftmaschen. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und das wäre dann schon unser Blatt. Wir schneiden ab, ziehen den Faden einfach durch. Würden vernähen oder würden diesen Faden jetzt schon benutzen, um ihn an den Stängel zu nähen. Das war jetzt mein ganz einfaches Blatt für euch. Und wenn ihr wissen wollt, wie der Stängel dazu geht, die Blüte habe ich ja schon gezeigt, dann schaut doch wieder mal rein. Ich danke euch und einen wunderschönen Tag. Tschüss!